Der Ursprung der Welschponys liegt in Wales in Großbritannien. Dort entstand die Zucht der unterschiedlichen Typen und Partbreds mit dem Welsh Mountain Pony, auch unter dem Namen Welsh A bekannt. Die haben sich aus den sogenannten keltischen Ponys entwickeln können. Sie waren trittsicher, sie waren recht klein, kräftig, konnten sich gegen das raue, harsche Klima schützen. Und mit diesen kleinen Ponys entwickelten sich nachher die anderen Sektionen. Insgesamt gibt es 4 Sektionen verschiedener Welsh im Stutbuch plus deren Partbreds, das heißt die Mischung mit anderen Rassen. Einmal gibt es die Welsh Mountain Ponys, die bis zu einem Stockmaß von 1,22 sind. Es gibt das B-Pony, was bis zu einem Stockmaß 1,37 eingetragen wird. Dann gibt es in der Sektion C die Ponys, die im Cobb-Typ stehen, das heißt, die in diesem schwereren Arbeitstyp stehen. Ihr Stockmaß geht auch bis 1,37 Meter. Und darüber hinaus, über 1,37 Meter, gibt es die kräftigeren Arbeitstiere, die Cobbs, die in der Landwirtschaft, in der Wirtschaft damals in Wales und auch von den Familien und den Gutsfamilien gehalten wurde, um sie beispielsweise zur Kirche zu fahren oder einkaufen zu fahren oder einfach auch nur im Jagdsport einzusetzen. In der Zucht der einzelnen Sektionen wird viel Wert auf die Erhaltung der spezifischen Rassemerkmale gelegt. Nur so kann der jeweilige Typ unverfälscht auch über die nächsten Jahrhunderte erhalten bleiben. Immer beliebter werden auch die Partbred-Zuchten. So beeinflusste der Welsh unter anderem das deutsche Reitpony. Auf seinem Hof in der Nähe von Aachen hat sich Stefan Benz ganz den Welsh Cobbs verschrieben. Ja, der Welsh Cobb ist das Besondere, dass er eben im Typ jahrelang, über Jahrhunderte im Typ gezogen wurde und ein sehr vielseitiges Pferd ist. Die Grundansprüche, die ein Cobb zu erfüllen hat in der Zucht, werden grundsätzlich vom Mutterstutbuch festgelegt. Das sind die rassetypischen Eigenschaften. Starke, kurze Röhren wären wichtig, wenn man jetzt das Exterieur sich anguckt. Eine durchaus zufriedenstellende Gurtentiefe muss vorhanden sein. Die Kruppe sollte stark sein, die Hinterhand sollte stark bemuskelt sein, fast melonenförmig geformt sein und es sollte ein kompaktes Pferd sein. Der Kopf sollte ansprechend sein, keine Ramsnase haben, ein lebhaftes Auge haben. Wenn man sich den Kopf anguckt, ist es ein sehr rassetypischer, aber ein sehr edler Kopf. Und aus meiner Sicht verkörpert diese Stute den fast perfekten Stutentyp, weil sie sehr weiblich ist. Und in der Zucht ist es mit durchaus von Vorteil, das hat sich auch bewiesen, die Stuten möglichst weiblich zu halten, weil die ganz oft am fruchtbarsten sind und am erfolgreichsten in der Zucht. Ja, und das Schöne an den Cobbs ist auch, dass für jeden was dabei ist. Alle Farbrichtungen sind vertreten. Das ist jetzt hier eine Jungstute und sie wird jetzt bald 2 Jahre alt. Und man sieht eben, dass sie eben nicht so schnell in die Höhe schießen, sondern ihre Zeit brauchen. Aber auch jetzt schon sieht man bei der Stute eigentlich, dass sie ordentlich Fundament bekommen wird. Und die Farbe ist in Wales auch sehr beliebt, nämlich die Fuchsfarbe mit dem hellen Wagen. Man sieht jetzt hier bei diesem Hengst, Black, sieht man die Linienzucht auf einen bedeutenden walisischen Hengst, der Brynemore Welsh Magic heißt. Stand up, mein. Oh, boy. Und man sieht an dem Kopf des Hengstes, dass dieser Hengst Brynemore Welsh Magic durchweg diese Gesichter vererbt hat, diese adligen Gesichter. Die Einsatzgebiete des Cobbs sind vielfältig. Er ist sowohl für den Fahrsport als auch für die Dressur und das Springen geeignet. Sein ausgeglichenes Wesen und seine Einsatzbereitschaft machen ihn zu einem beliebten Freizeitpartner für Kinder und Erwachsene. Den Cobb macht charakterlich zunächst einmal seine Intelligenz aus. Das bedeutet für den Reiter oder denjenigen, der Pferde auch ausbildet, allerdings auch, dass man sie nicht überfordern soll. Sie haben ein sehr waches Temperament, sind aber grundsätzlich sehr brav. Das kann man ja auch daraus ableiten, dass ich eben sagte, dass über Jahrhunderte hinweg es eben nicht für eine Disziplin gezüchtet wurde, sondern in unterschiedlichen Sparten in der Freizeit wie auch, ich sage mal, im Sport eingesetzt wurde. Auch die Ponys aus der Sektion B erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Welsh B sind die jüngste Sektion der walisischen Ponys und stehen im Typ des modernen Reitponys. Aufgrund seines raumgreifenden Schrittes, seiner guten Aktivität aus der Hinterhand und seines hervorragenden Springvermögens ist der Typ aus der Sektion B auf den Turnierplätzen nicht mehr wegzudenken. Diese Sektion B hat sich aus diesen ursprünglichen walisischen A-Ponys, Mountain Ponys, entwickelt, durch Einkreuzungen der Welsh Ponys im Cobb-Typ und auch der Cobb-Stuten und Cobb-Hengste. Es entstand eigentlich dem Ruf folgend nach einem größeren
Kinderreitpony und Kinderturnierpony mit hervorragenden Exterieurwerten und vor allen Dingen aber auch hervorragenden Interieurwerten bei entsprechender Größe. Im Laufe seiner Entwicklung passte sich das Welsh Pony an die Klimabedingungen seiner Heimat Wales an. Dies macht es auch heute noch zu einem robusten Pony, das in seiner Haltung unkompliziert ist. Wir persönlich versuchen es so umzusetzen, dass wir sie möglichst natürlich halten und gleichzeitig aber auch an den Menschen zu gewöhnen, denn das ist das, was uns auch eigentlich als Ziel obliegt, nämlich einen Freizeitpartner für den Menschen zu züchten. Das versuchen wir so umzusetzen, dass wir sagen, in den Frühjahrs- und Sommermonaten halten wir unsere Pferde 24 Stunden draußen in den Wiesen. Dabei versuchen wir es so zeitlich einzutakten, dass die Mutterstuten relativ parallel ihre Fohlen bekommen, sodass die Jungpferde von Anfang an auch Spielkameraden haben und artgerecht sich einander in einem Sozialverband messen können. Und die restlichen Stuten sind in einer großen Stutenherde zusammen. Im Winter gestaltet sich das selbstverständlich in unseren Breiten etwas schwieriger. Da könnte man sie draußen auf Paddocks ganzjährig sicherlich halten. Wir versuchen, das durch die nächtliche Stallhaltung derart zu optimieren, dass wir sagen, dass auch rangniedrigere Tiere immer einen ausreichenden und guten Nahrungszufuhr gewährleistet bekommen. Wer einen treuen Begleiter in der Freizeit oder im Sport sucht und einen unkomplizierten Umgang schätzt, kann im intelligenten, robusten und arbeitsfreudigen Welsh den idealen Freizeitpartner finden.